Rebellieren für den Staat. In unseren durchgeknallten Zeit ist nichts mehr unmöglich. Normalerweise wird gegen einen Staat oder ein System rebelliert. Nicht heutzutage im Westen. Als der Skandal um den vom WDR gemachten Satire-Song Meine Oma ist eine alte Umweltsau veröffentlicht wurde, kam es zum Backlash. Dass hier Kinder für eine politische Botschaft instrumentalisiert wurden, ist nur die Spitze des Eisbergs, was sich hier unser öffentlich-rechtlicher Rundfunk erlaubt. Kurzfristig hat sich also eine Demo gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk mit dem Thema Unsere Oma ist keine Umweltsau organisiert. Und was macht man aber dann, wenn man weiß, man gehört zu den Guten? Genau, man ruft, die Nazis kommen, bitte helft uns. Also was passierte? Genau, die ganzen guten linken Rebellen, inklusive die Jungs von der Antifa, kommen vorbei und helfen dem Staatsfunk. Was? Von überall, der Bundesvorsitzende des Deutschen Journalistenverbandes, die haben gerade hier gesprochen auf einer Kundgebung gegen eine Demonstration von Rechten, die gegen eine Satire-Sendung oder einen Satire-Beitrag im WDR protestieren. Warum engagiert sich der DJV hier gegen diese rechte Demonstration? Naja, wir haben eine Satire, die eben wirklich eine Satire ist. Und ich sehe nicht ein, dass irgendwelche verbal randalierenden Randgruppen uns jetzt vorschreiben, was wir als Journalistinnen und Journalisten noch dürfen, was nicht. Pressefreiheit, Satirefreiheit ist im Grundgesetz niedergelegt. Und diejenigen, die heute gegen den WDR, gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk insgesamt, gegen unabhängigen Journalismus demonstrieren, die stehen nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes, die treten das Grundgesetz mit seinen Grundrechten mit Füßen. Und dagegen müssen wir uns wehren. Jetzt ist das ja ein bisschen irritierend, weil wir in Köln hier zum Beispiel vor der großen DITIB-Zentralmoschee Demonstrationen hatten, gerade von rechts außen, also von Pro-NRW unter anderem, die hier mit Mohammed-Karikaturen aufgezogen sind und genau da diese westlichen Werte eigentlich, nämlich Satirefreiheit, Meinungsfreiheit, verteidigen wollten. Und jetzt Rechte, die gegen Satire im WDR sind, das ist ja irgendwie ein bisschen irritierend. Naja, rechte Logik ist nicht unbedingt immer logisch im eigentlichen Sinne, das ist das Problem daran. Es wird instrumentalisiert, was man instrumentalisieren kann. Instrumentalisieren kann. Das Problem ist für uns als Journalistinnen und Journalist, ich bin auch freier Mitarbeiter im WDR. Nur weil Rechte gegen den Rundfunk demonstriert haben, heißt dies nicht automatisch, dass man dann dafür demonstrieren muss. Die NPD ist für Tierschutz. Seid ihr dann gegen Tierschutz? Man kann ja gegen die Nationalisten unter den Teilnehmern demonstrieren, dann aber bitte zeitgleich auch explizit gegen den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Wir sind durch die Spaltung unserer Gesellschaft in solche Gräben versunken, dass wir allein aus Gruppenzugehörigkeit immer gegen die politische Gegenseite und für unsere eigene sind. Mag es noch so irrsinnig sein, wofür man dann einsteht. Wir Menschen lassen uns so verdammt leicht manipulieren. Und rebellieren war noch nie einfacher als heutzutage, weil alle Themen, für die ihr kämpft und rebelliert, werden vom Staat und vom Rundfunk unterstützt. Und alle, die Staat, Rundfunk und euch auch nur im Ansatz kritisch hinterfragen, sind die bösen rechten Nazis. Staatsrebellen, ihr kämpft gegen einen Staat, den ihr eigentlich schon unter Kontrolle habt. Ihr gestaltet auch Politik und Gesellschaft nach euren Willen und Ansichten. Es geht vielleicht nicht ganz so schnell, wie ihr wollt, aber es geht one tiny step by the time in eure Richtung. Ihr seid also so mutig wie Besoffene. Beispielsweise macht Patrick Gensing, ein Antifa-Sympathisant, den Faktenfinder bei der ARD. Er gibt an, dass seine politische Einstellung seine Arbeit beeinflusst. Ein Linksextremist bei der neutralen Tagesschau. Nur ein Beispiel eines öffentlich-rechtlichen Journalisten. Einen Journalisten mit konservativer Einstellung beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu finden, gleicht einem Sechser im Lotto. Ihr seid schon lange nicht mehr das Zentrum für politische Neutralität. Eine Wahlumfrage unter euren Volontären zeigt ganz klar eure politische Ausrichtung. Anderes Beispiel, Donald Trump. Die Berichterstattung lässt kein gutes Haar an Trump, egal ob man ihn jetzt persönlich gut oder schlecht findet. Aber es geht einfach nicht, dass über den bis vor kurzem mächtigsten Mann der Welt, im besten Fall neutral, aber genauso regelmäßig negativ berichtet wird. Das kann doch wohl nicht im politischen Interesse eines Landes sein. Obwohl, wir sind ja sowieso im Köterrassenland. Trump hat sicherlich nicht alles falsch gemacht. Habt ihr zum Beispiel gewusst, dass er der erste Präsident seit langem war, der keinen Krieg im Ausland gestartet hat? Also warum schießt man so gegen Trump? Weil er auf der falschen politischen Seite steht. Ist das neutrale Berichterstattung? Wenn die neutrale Berichterstattung eine politische Seite unterstützt, dann ist sie nicht neutral. Außer man sieht links-grün als neutral. Zudem geben wir pro Kopf mehr als jedes andere Land auf dieser Welt für unseren öffentlich-rechtlichen Rundfunk aus. Und es reicht noch nicht. Alle linken Parteien stimmen für die Erhöhung des Rundfunkbeitrags. Nur in Sachsen-Anhalt wurde die Erhöhung durch die AfD und die letzten Konservativen in der CDU aufgehalten. Zumindest vorübergehend. Aber klar, es ist ihr Propagandaapparat.
Da ist es doch nur sinnig, uns mehr dafür abzuknöpfen, damit Werbung für ihre politische Arbeit gemacht wird und die Opposition diffamiert wird. Der Staat bzw. die Politiker sind zum einen Teil in Geiselhaft, zum anderen in Symbiose mit den großen Medienhäusern. Wenn man nur ein falsches Wort sagt, aber dann... Zumindest gilt das für die Politiker, die nicht in der AfD sind. AfD-Politiker sind ja sowieso nur Neonazis im Anzug. Die AfD ist aber nicht die NPD. Aber ihr braucht unbedingt einen Feind, gegen den ihr kämpfen könnt. Worum könnte man sich sonst profilieren? Die AfD ist nur der konservative Ersatz für die CDU-CSU, nachdem diese keine konservative Politik mehr macht. Eine Demokratie braucht aber ein ausgewogenes Verhältnis zwischen links und rechts, um eine solche zu bleiben. Wenn nur eine Seite grenzenlos von fast allen Seiten befeuert wird und gegen die andere Seite nur noch gehetzt und gehasst wird, ist das der Untergang einer Demokratie auf lange Sicht. Und nur eine Demokratie ermöglicht euch es, sich so aufzuführen, ohne dafür Konsequenzen tragen zu müssen. Beziehungsweise nur eine Demokratie, die langsam aber sicher in eine linke Autokratie übergeht, ermöglicht euren linksextremen Hass und Terror ungestraft freien Lauf zu lassen. Was bisher geschah? Nachdem eine demokratische Wahl in Thüringen rückgängig gemacht und wiederholt wurde, weil den Linken das Ergebnis nicht gefiel, wurde mithilfe großteiliger Enthaltung der CDU und FDP das Ergebnis korrigiert und Genosse Ramelow ins Amt gehoben. Wie wird es nun für unsere Helden weitergehen? Der hat etwas zu klären. Und wenn Herr Höcke das in seiner Fraktion klärt und wenn ich deutlich vernehmen kann, dass die Demokratie im Vordergrund steht, dann bin ich bereit, auch Ihnen, Herr Höcke, die Hand zu geben, aber erst dann, wenn Sie die Demokratie verteidigen und nicht die Demokratie mit Füßen treten und niemand mehr hier im Hohen Haus weiß, wie Sie eigentlich abstimmen, warum Sie überhaupt abstimmen. Auch wenn Ihre Politik komplett darauf abzielt, Demokratie nach Schweizer Vorbild in Form von Volksabstimmungen auf Bundesebene einzuführen, was pure Demokratie ist. Für mich und für unsere Partei ist Demokratie erst dann Demokratie, wenn für uns gestimmt wird. Haben Sie das verstanden? Und dass Sie auch noch die Unverschämtheit besitzen, Wahlen im Geheimen abzustimmen. Also wenn, wollen wir auch wissen, wer wen wählt, damit wir anschließend wissen, wen wir erschießen müssen, wenn er nicht für uns stimmt. Damit das klar ist, das ist Demokratie. Und nicht wie Sie hier einfach für jemand anderen stimmen. Der definiert, was links und was rechts ist, gibt vor, was gut und was böse, was richtig und was falsch ist. Links und rechts sind nur noch politische Kampfbegriffe, die zu Euphemismen für gut und böse geworden sind. Und das ist ein Werkzeug von Autoritären, die Welt in gut und böse zu unterteilen. Wir sollten aufhören, einzelne Personen oder Aussagen nach diesen billigen Labels zu bewerten und uns mit deren inhaltlichen Argumenten auseinandersetzen. Aber nun zum Höhepunkt, was ich vor kurzem auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau gesehen habe. Und nochmal, die sind fest der Überzeugung, die neutrale, vernünftige Mitte der Berichterstattung zu sein. Und deswegen müssen wir alle diese Demokratieabgabe zahlen. Biologisch gesehen gibt es keine Menschenrassen. Dafür sind unsere Gene viel zu ähnlich. Biologisch gesehen gibt es keine Menschenrassen. Hier wird doch Geisteskrankheit befördert. Ich bin nicht das Zentrum für geistige Gesundheit. Aber ich versuche, dagegen anzukämpfen und mir helfen zu lassen. Aber hier wird Geisteskrankheit und Dummheit befeuert, befördert und propagiert. Und wir zahlen dafür. Rassen sind nur allzu natürlich und Rassismus nur allzu widerlich. Bei Tieren wird auch nach Rassen unterteilt. Und wir Menschen sind nur etwas bessere Tiere. Einteilbar nach Merkmalen wie Rasse und Geschlecht. Wer behauptet, dass Rassen nichts mit Biologie zu tun haben, ist entweder geisteskrank oder ein Ideologe. Ich will eigentlich niemanden erpressen und sagen, du bist entweder geisteskrank oder ein Ideologe. Aber fuck, du bist entweder geisteskrank oder ein Ideologe, wenn man das glaubt. Selbst die verfickte Hautfarbe ist ein verficktes biologisches Merkmal. Was glaubt ihr, warum es Kategorien wie BBC auf Pornoseiten gibt? Dass bei Schwarzen durchschnittlich der Schwanz länger ist, ist ein scheiß verficktes biologisches Merkmal. Ich bin ja gern dafür, dass jeder seine Meinung und politische Einstellungen haben kann und darf. Aber dass es biologisch gesehen keine Menschenrassen gibt? Was? Aber wenn wir schon bei Pornos sind, geht's eigentlich gerade irgendwo rassistischer zu als auf Pornoseiten? Videos kategorisiert nach Rassen. Widerlich.
Pornoseiten betreiben zudem auch noch Fett- und Bodyshaming, neben des Rassismus. Ihr solltet eine Anti-Rassismus- und eine Anti-Bodyshaming-Kampagne gegen diese Seiten starten. Gegen Rassismus zu sein, dass Frauen gleiche Rechte haben, dass die Nazi-Herrschaft scheiße war, sind selbstverständliche Grundwerte, mit denen wir aufgewachsen sind. Es ist nichts, womit man sich heutzutage mehr profilieren können sollte. Das ist der Status quo. Diese Kämpfe sind gekämpft. Alles, was jetzt folgt, ist die Überdrehung in die andere Seite. Heutzutage sind hier bei uns Antirassisten die größten Rassenfetischisten. Feministen kämpfen für die Bevorzugung von Frauen bzw. propagieren Männerhass. Und Antifaschisten sind die größten Faschisten. Empfehlung für die Antirassisten: geht nach Afrika. Empfehlung für die Feministen: geht nach Indien. Empfehlung für die Antifaschisten: geht nach Nordkorea. Geht los und verbessert diese Welt dort, wo sie wirklich Verbesserungen benötigt. Aber hört auf, euch an erfundenen und medial gepushten Problemen profilieren zu wollen und dadurch das Gegenteil zu bewirken und diese Gesellschaft zu spalten. Oder ihr zieht los und kämpft gegen die rassistische Pornoindustrie.